Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Subnautica. So, ich sollte hier jetzt mal langsam abhauen. Ich bin so am Erze suchen, weil ich noch. Wie viele Silbererze haben wir? 30 Seconds. Zwei Silbererze, Gold haben wir gefunden. Passt, wir könnten eigentlich zufrieden sein, ne? So. Nur ein bisschen was zusammenschlagen hier. Und dann hauen wir ab. Das würde ich mal meinen. Oxygen. Schwimmen an die. Oh mein Gott. Ja. Hirndings gibt mir Sauerstoff. Warte, ich hab's. So, die Hirnding muss. Die Hirnkoralle da muss uns mal kurz helfen. Dann muss ich schauen, dass ich jetzt lebend vor allem zurück nach Hause komme. Weil, wir müssen unsere Sachen hier lagern. Ganz dringend. Das müsste reichen für die Oberfläche. Ich hoffe, es geht uns jetzt kein Viechlein an. Das könnte ich jetzt überhaupt nicht brauchen. Haben wir Platz für den Schlingpflanzen? Müssten wir Platz haben. Warte, lass mich mal schnell. Ach komm. Eins, zwei, drei. Okay, zwei haben wir. Passt. Hui. So, Inventar ist voll. Auftauchen und hinein. Ganz schnell und floppy. Die wollte ich nämlich mitnehmen, die zwei. Ich weiß, das ist zu wenig, aber wir haben jetzt schon mal genug Blei. Jetzt brauchen wir nur noch genug Fasern. Dann können wir schon mal diesen Strahlenschutz-Tauchanzug basteln. Perfekt. Ich glaube, das Blei brauchten wir noch für irgendwas anderes, ne? Silbererz auf jeden Fall. Da können wir jetzt ja noch was basteln. Sehr gut. Also rein hier. So. Ah, hier haben wir nichts. Medikit. Ja, wir haben Platz. Passt. Können wir gleich öffnen. So. Gut, werde ich auch gleich verwenden. Passt. Dann gehen wir basteln. Und zwar. Einmal. So. Damit mache ich jetzt, obwohl ich könnte theoretisch das Medikit machen. Und Essen auf jeden Fall. Einmal essen. Und einmal trinken. So. Passt. Dann für uns soweit so gut. Geht derweil noch nichts. Genau, den Kabelsatz wollte ich machen. Kreislauf Tauchdingsbums, genau. Das war Kabelsatz. Einmal. Jetzt können wir bauen hier. Das hier. Fasergewebe opfere ich gern dafür. Weil jetzt da haben wir besser Luft zum Kriegen und so weiter. Das passt genau. Gut. Was noch, was noch? Reparaturwerkzeug, Messer, Leuchtfackel. Ja, können wir auch machen. Das können wir dann gleich, genau, das liegt eh schon automatisch dort. Elektronik geht dabei eh nichts. Glas kann man machen, Platz zu sparen. Passt. Sehr, sehr gut. Dann, so, look, look, look. Das ist schon automatisch ausgerüstet, sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay. Wie viele Fackeln haben wir jetzt? Das ist zu viel. Alter Schwede. Viel zu viel, aber hier hätten wir ein bisschen Platz sogar. Zwei lege ich unten rein. Essen, Trinken, Blei, auf alle Fälle bunkern, Silbererz, Golderz. Jetzt sind wir wieder voll, passt. Das Kupfer lasse ich jetzt mal so, weil da hilft es mir nichts, wenn ich jetzt ein Kupfer Draht, oder wohl, brauchen wir zwei, hoppala, brauchen wir zwei Kupfer für einmal Draht. Wie war denn das? Tatsächlich, können wir machen. Dann haben wir wieder Platz gespart. Perfekt. Und hier drinnen haben wir noch irgendwas zum Verarbeiten. Mit Gold weiß ich noch nichts zum Anfangen. Na, passt schon mal so. Okay. Gut. Dann essen wir was und trinken was. Gut. Das gehört eigentlich auch gelagert. Aber das Gute ist, wenn wir sterben. Passiert uns nicht viel.
Die Sachen bleiben uns zum Glück erhalten. Gut. Fackeln haben wir jetzt eh mehr als genug. Ja. Dann würde ich sagen, ist noch hell? Ja. Dann geht es sich noch aus, dass wir ganz schnell uns Fasern holen. Und vielleicht können wir hier beim Blasenfisch, den möchte ich gern fangen. Oh, zwei. Super. Ein Auge vielleicht, ein Glubschi. Das geht. Jawohl. Sehr gut, da haben wir den Seedang. Dann hauen wir den gleich zu Brei. So, einmal, zweimal, dreimal. Passt erstmal weg. Nächste. Haben wir noch Platz? Na, wir sind voll. Vier Stück, das passt genau. Was, boah, will was zu essen, haben wir auch. Perfekt. So. Es wäre halt noch schön gewesen, Salz zu finden. Salz wäre echt schon mal ganz wichtig, dass wir diese Chlorgeschichte machen können. Blub, blub, blub. Wow, Fisch. Glück gehabt, du Mistviech. Der hat mich jetzt fast aufgefuttert. Dreckiges Mistviech. So, gut. Passt. Dann würde ich jetzt sagen, wir bauen uns unseren Strahlenschutzanzug. Hier lang, so. Also, als erstes brauchen wir jetzt mal die Fasern. Einmal. Und zweimal. Dann brauchen... Hoppala. Dann brauche ich jetzt zweimal Blei. So. Und was unter Werkzeug? Nein. Ausrüstung? Ja. Strahlenschutzanzug. Da haben wir. Bleigefütterter Anzug, der vor Strahlung schützt. Perfekt. Der dauert jetzt halt ein bisschen. Klar, ist auch viel Material, was da verbraucht wird. Sehr gut. Wir haben jetzt einen Tauchanzug-Upgrade. Strahlenschutzhelm. Aha, da haben wir zwei Helme dann. Mhm, zum Switchen. Mhm. Die Strahlenschutzhandschuhe, Strahlenschutz Dingsbums. Okay. Gut, das heißt, wir könnten jetzt eigentlich zum Schiff, ne, theoretisch. Jetzt möchte ich nur noch schnell ein bisschen Proviant für uns mitnehmen. Ein bisschen Wasser. Ein bisschen Essen. Sehr gut. Und dann hätten wir es soweit schon mal. Der ist zum Switchen gedacht. Können wir eigentlich... Ja, der hat aber ein bisschen besser Luft für uns. Aber ich werde gleich ausrüsten. So. Passt. Dann würde ich mal sagen, schauen wir uns doch mal. Ja, da hat es eh erst begonnen. Dann schwimmen wir doch mal in die Richtung hier, ne? Wo es vorher uns Schaden bereitet hat. Müsste jetzt eigentlich alles gut sein, ne? Und dann müsste ich nochmal in die Richtung zurück, wo die eine Rettungskapsel war. Dieses See, oder ich gehe gleich dorthin, können wir auch machen. Eigentlich egal. Das sind wieder ein Haufen von diesen Birscherviechern. Gravitationsfallenfragment. Wow. Schleicht mich. Mistviech. Wie kann ich das, wow, transportieren?
Vielleicht ist das gar keine gute Idee, mich hier aufzuhalten. Auf jeden Fall hier wäre so ein Gravitationsgeschichtel. Aber vielleicht dient das ja auch nur dazu, dass ich hier dann bei der Rettungskapsel solche Einträge bekomme, ne? Ja, hau ab. Das könnte natürlich auch sein. So, wir jetzt da wieder einen neuen Eintrag. Biologische Taten von diesem Sandstein, genau. Diese einfachen, porösen Aufschlüsse scheinen sich kleine Mengen wertvoller Metalle zu formen. Falls nicht, sind diese Metalle Teil des Sediments, das über lange Zeit hinweg entstanden ist. Urteil: Blei, Silber, Goldquelle. Jo. Ich glaube, das sind dann nur Einträge, ne? Also, dass man sowas gefunden hat. Wie man das dann baut? Puff! Weil als wir dieses Ding jetzt berührt haben, oder angeschwommen sind, haben wir auf einmal so eine Mitteilung bekommen, ne? Das heißt, wir müssen wieder zurück zu unserer Rettungskapsel und uns das anhören, ne? Ausschaut. Und dann können wir mal die Rettungskapsel hier auch uns anschauen. Theoretisch. Boah, viel Arbeit. Ich möchte vor allem gerne mal anfangen, diese Stationen zu bauen. Ich ja, dafür brauche ich Blei. Stimmt. Ja, ja. Mir ist schon wieder eingefallen. Diese Rohre und das Ganze, ne? Dann können wir nämlich quasi ein Stück weiter weg. Aurora, we're approaching the planet now. We have a landing site for you that's... Well, it's better than the alternatives. We've sent you the coordinates. It'll take us a couple of days to align our orbit. We should be able to establish direct contact with you during that time. Then we're coming in to get you. Cross your fingers, the weather holds. Don't leave us waiting. Sunbeam out. Okay, das heißt, wir werden gerettet. Okay. Und wo die auftaucht? Ich benutze es mal. Essen wäre auch nicht schlecht. Da. Ah, die muss wahrscheinlich erstmal auftauchen und dann passt's, ne? Okay. Haben wir dann das Spiel gefunden? Die erste Runde sozusagen. Landeplatz. Boah, ist das weit drüben. Können wir noch versuchen, zuerst die Quest hier zu machen, vielleicht? Und dann schwimmen wir rüber und keine Ahnung, warten. Das wird bis zum nächsten Part reichen. Ja, das werden wir machen, glaube ich. Schauen wir mal, was passiert. In der Nähe des Höhlensystems. Okay. Dann werden wir gleich mal Luft holen. So. Sind wir eh gleich da? Schlecht. Ich glaube, ich werde den Helm wechseln. Jetzt habe ich den weggeschmissen. Nicht der Ernst jetzt, oder? Oh, wo ist mein Helm? Scheiße. Helmi? Ich wollte ihn jetzt nur ausrüsten und nicht wegschmeißen. Mann, ey, ist das ein Mist. Oder war der jetzt kaputt? Nö, oder? Ach, ist das jetzt wieder lästig. Das kostet jetzt wieder unnötig Zeit. Ach.
Also einmal nicht aufgepasst, ne? Ist wieder übel. Der ist weg. Tatsächlich. Hä, ich wollte ihn doch nur mit... Das ist echt unglaublich. Ich hol kurz Sauerstoff. Vielleicht finde ich ihn ja noch. Das ist echt unglaublich. Mann, das ist jetzt wieder... Ich wollte ihn doch nur anziehen, ey. Mann, ey. Salzablagerung, habe ich das schon gescannt? Würdest du? Ja, habe ich schon gescannt. Okay. Der Helm ist komplett weg. Unauffindbar. Dass es Sachen gibt, das ist unglaublich. Ich wollte ihn jetzt echt nur anziehen. Weg. Ja, ich habe keine Zeit für diese Spielchen und Späßchen da jetzt. Ist ja echt übel. Passt auf, wenn ihr Sachen anzieht, umkleidet, die verschwinden gern mal. Es ist mir gerade brenzlig. So, einmal noch Sauerstoff und dann geht's weiter. So, die Richtung. So, hurtigen Schrittes. Jetzt schon. Passt. Und gehen wir's an. So. Blanche, Blanche. Aha, was ist denn das? Für ein rotes Dings. Aha. WTF? Ich glaube nicht, dass das gesund ist. Oh. Ding, ding. Da haben wir Sachen für uns. Sehr gut. Local scans show a nearby cave entrance, depth 90 meters, leading to an unknown environmental biome. Ja. Okay. Oh mein Gott. Also, fürs Protokoll, mein Magen ist das nicht, gell? Short-range scans suggest this biome supports extensive biodiversity and connects to a number of small cave networks. Jetzt sind wir da und wie komme ich da jetzt rein? Ah, hier. So, ist überall alles kaputt. Sehr gut. So, jetzt haben wir die Kapsel gefunden, aber da ist was. Integrating new PDA data. Jawohl, tauchen wir mal. Ah, da ist noch was. Ich glaube, Kalk. Kein Salz. Oh, Kalk. Dann tauchen wir mal auf, ganz kurz. Damit wir lesen können. 30 Seconds. Alter. Das Gegrummel hört sich gar nicht gut an. Wirklich. Da drüben ist, glaube ich, ein Wal. Wow. Ich glaube, den muss ich scannen. Schau mal, da unten, hast du gesehen? Auf, ja, schon Zeit. So, jetzt tun wir mal lesen. So, der während der Luft holt. Wo haben wir denn das? Hier. Also, was ist da geboren? Es ist ein Tag des Absturzes. Es ist der Tag des Absturzes. Was ist denn? Flüssigkeit macht auch. Ich habe keine Ahnung, was zum Teufel gerade passiert. Ich habe Angst und werde nicht rausgehen. Da sind Schatten im Wasser unter der Luke. Keine Ahnung, ob das Felsen oder Aliens sind. Und es gibt seltsame Höhlen in der Nähe. Die Aurora hatte alles an Bord zum Bau des Phasentores. Mobile Fahrzeugstationen, Bioreaktoren, Schubkanonen. Sie hatte ein Kino. Es gab einen 0G-Trainingsraum. Mein Café. Ich verstehe nicht, wie wir hierher gekommen sind. Ich frage mich, warum keiner nach mir sucht. Herrschaftszeit. Ja, lauter Arschlöcher. So.
Ich möchte das Viech scannen da drüben. Ich muss mal dahin, das schaut aus wie so ein Riesen. Also, ich muss was saufen. Das schaut aus wie so ein Wal, so ein großer. Vital signs stabilizing. So. Boah, ist das schön. Schau mal. Hoffentlich kann ich es scannen. Aber ich frisst es mich nicht auf. Schau mal, das ist doch schon ein Viechlein, oder? Ist das jetzt nur eine Insel? Ah, ist nur eine Insel, ne? Ich dachte, das wäre das Viechlein. Na? Riffrück. Oh, geil. Dann bleib mal stehen hier. Einheimische Lebensform, Riffrücken. Diese riesige Tierart ist über 30 Meter lang und gehört damit zur Gruppe der Leviathane. Zum Glück ernährt es sich ausschließlich von planktonartigen Wasserlebewesen. Erstens, Zitrinpanzer. Der Großteil der Oberfläche des Tieres und ein Teil seiner Unterseite sind durch ein dickes, mehrschichtiges Außenskelett geschützt. Dies zeigt einen Evolutionsweg auf, der sich von anderen Tieren auf 4546b unterscheidet, von denen die meisten Wirbeltiere sind. Die Riffrücken sind wahrscheinlich zu weit größerem Wachstum in der Lage als andere Pflanzenfresser, weil alles, was groß genug ist, um seine Schale zu knacken, längst ausgestorben ist. Zweitens. Enzymdrüsen. Die Algendrüsen der Säurekapsel Mantatis ähnlich. Diese Organe sind die Organe auf der Unterseite des Riffrückens dienen einem unbekannten Zweck in ihrem Verdauungstrakt und können kleine Mengen von Verdauungsenzymen in das umgebende Wasser abgeben. Drittens. Eigenes Biotop. Aha. Auf dem Riffrückenpanzer wachsen eine Reihe verschiedener Seebocken und Pflanzenarten, die ihre Wurzeln in alten Narben im Zitrin schlagen und ihren Nutzen aus der Mobilität der Tiere ziehen, um nicht gefressen zu werden. Trotzdem werden Riffrücken häufig von schnelleren, hungrigen Pflanzenfressern aufgesucht. So bilden diese Leviathan-Art ein mobiles Biotop, das eine jahrelange Erforschung wert wäre. Viertens, Lebenszyklus. Riffrücken haben wahrscheinlich eine Lebensspanne von mehreren hundert Jahren, wenn sie ihre anfänglichen Wachstumszyklen Zyklus überlebt haben. In den ersten Jahrzehnten dürften ihre geringere Größe sie zu leichten Opfern fleischfressender Leviathane machen. Er ist gesellig, wurde in kleinen, umherwandernden Gruppen beobachtet und kommuniziert durch seine widerhallenden Ruf. Sein Verhalten basiert auf einfachen Empfindungen, Beurteilung, beherbergt Pflanzen, kleine Fische und metallreiche Seebocken. Jösses na. Huch. Geil. Heißt das, wir können darauf Erze finden? Hallo. Au. Okay, er mag uns doch nicht so. Seebocke zerbrechen. Kupfererz. Aha. Säurepilz. Scheibenkorallen. Aha, da haben wir ein bisschen Sauerstoff. Wenn ich es kriege. Ja, ein bisschen zumindest. Ah, das ist zum Scannen. Rotwiege. Heimische Lebensform Rotwiege und Rotschirm. Gibt es noch was zum Scannen? Wickelpapyrus. Okay. Das kennen wir mal alles, ne? Rotwiege haben wir schon. Noch mehr Rotwiege. Naja, so viele Erze hat er jetzt aber nicht. What the fuck? Au. Was war denn das gerade? Irgendwas mit Tiger, bla bla. Hier, Tigerpflanze. Alter. Tigerpflanze, die spuckt mich da an. Ey, ich muss weg. Ich hoffe, ich habe alles von dem Viechlein.
Ich schwimme mal weg. So. Autsch. Boah, da haben wir jetzt viele Einträge, aber die werde ich, glaube ich, erst lesen, wenn wir wieder zurück sind. Wo ist sie denn unsere? Boah. Ewig weit weg. Seek fluid intake. Ja. Ich werde mich bemühen. Aber dafür brauche ich, ja. Wie schauen wir eigentlich aus, gesundheitlich? Infiziert, mehr steht da nicht. Okay. Huch. So. Wir schwimmen noch. Salz haben wir jetzt mit, das passt wunderbar. Das heißt, ich werde jetzt gleich Wasser machen für uns. Wie schauen wir eigentlich mit Essen aus? Ja, das kann ich nicht essen. Ui, das war nicht schlau. Jetzt haben wir fast gar kein Wasser mehr. Planche, planche, planche. Planche, planche, planche. Gleich sind wir da. So. Das mit der Sunbeam wird auch interessant. Ups. Wir haben abgesoffen. So, vielleicht finden wir noch den einen oder anderen Fisch. Da hat mein Blasenfischi. Vielleicht erwische ich ihn. Jawohl. Haben wir wieder ein bisschen Wasser. So, gleich sind wir da. Und schwupp. Hui. Da geht nichts. Gut. Hier hätten wir was, passt. Und hier. Ach ja, stimmt. Ich muss jetzt erst das herstellen. So. Und jetzt geht das mit Wasser. Passt. Das machen wir auch gleich. Und das wär's. So. Prost. Vital signs stabilizing. So. Das auch noch. So. Passt. Okay. Jetzt könnten wir uns schon langsam auf den Weg machen, wo dieses Raumschiff landen wird. Ich glaube, ich werde noch ein bisschen Proviant versuchen mitzunehmen. Wäre, glaube ich, nicht so ungeschickt. Upa. Essen. Ich brauche Essen. Weil das ist ein langer Weg bis dorthin. Und da wäre es sicher nicht so schlecht, ein bisschen Essen zu haben. Salz wäre halt echt cool. Wow. Ah, verdammt. War so viel Glück. Jawohl. Wenn ich nicht haben, glaube ich, dass ich nochmal Salz empfinde. Cool wäre es schon. Aber ich befürchte, so viel Glück werde ich nicht haben. So. Na, nicht schon wieder. Ich hasse dieses Viech. Du bist echt was Lästiges. Ein richtig lästiges Mistviech. Wieder nur Quarz. Ich hätte halt schon gern Salz gehabt. Also so viel Glück scheine ich nicht zu haben. No. Na gut. Dann würde ich sagen, warte, ich färbe das mal kurz um. Wo war das? Hier. Ich färbe das mal um. Hä? Wo war jetzt das mit diesen
da drüben. Okay. Man sieht es eh noch, Gott sei Dank. Ich wollte nur trotzdem noch ein bisschen essen und Wasser sammeln. Ja, Salz wäre halt cool gewesen, aber ich glaube, das ist echt zu viel verlangt. Der Part wäre halt auch zu Ende. Was haben wir jetzt alles mit? Wir haben zweimal Fischi, einmal für ein bisschen Wasser und ja, einmal Essen streng gesehen. Nochmal Essen. Vielleicht finden wir noch ein, zwei Blasenfischlis an. Das wäre ganz schön. Da wäre einer. Da kriege ich ihn ja. Jawohl. Und vielleicht geht noch einer. Da werden wir schnell Proviant zusammenbauen. Ein bisschen halt, ne, dass wir hoffentlich bis zu der Landung dieses Raumschiffes überleben können. Uns retten können oder ob die Geschichte hier weitergehen wird. Wir werden es erleben. Hier unten ist auch nichts, ne? Nein. Kein Salz für uns. Na gut. So, dann haben wir mal das bisschen Wasser, was wir haben. So. Wasser. Einmal. Tada. Zweimal. Und essen. Zack. Zack. Und zack. Und passt. Mir geht dabei eh nicht scheinbar. Warum darf ich den warten? Ach, ich bin doof. Die habe ich eh schon. Ich bin dumm. Entschuldigung. Ich bin doof. Ich habe es gerade verwechselt. Medikit, geht fertig? Ist fertig? Nein, noch nicht. Ich habe auch keinen Stoff mehr übrig, ne? Nein. Etwas essen können wir schon mal. So, ja. Und einen Schluck. Passt. Na gut, ihr Lieben, das war's dann für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.